Professor Büters, Sie hielten gerade den Vortrag Bacteria in Ambient Air, Better Good for Your Health. Warum ist gerade das so eine spannende Frage? Am Moment ist bekannt, dass die Allergien nehmen zu. Und einer der kausalen Faktoren, dass die Allergie zunimmt, ist das Mangel ans Mikrobiom. Dass die Leute einfach drinnen nicht die richtigen Bakterien haben. Das bedeutet, Bakterien sind gut. Viel Bakterien, keine Allergie. Und wir haben gesagt, ach, ist das so? Das machen Forscher so. Ist das so? Und wir haben einfach gemessen, welche Bakterien atmet man dann eigentlich ein? Weil die meisten Leute sitzen nicht im Kuhstall, die protektiv ist vor die Sachen, oder sitzen im Urwald und rein und rum. Die laufen einfach rum. Und wir haben gefragt, welche Bakterien sind in der Luft in München? Genau, Sie hatten mir gerade in dem Vortrag auch vorgestellt, dass Sie die Luft in Davos und in München miteinander verglichen haben. Können Sie da ganz kurz zusammenfassen, was Sie gefunden haben? Wir waren ja nicht vorbereitet, was wir finden würden. Und das nennt man als Forscher immer zwei Extremen. Man nimmt einfach ein Ziel in die Bergen, wo man erwarten kann, dass die Luft sehr rein ist, ein Kurort, oder nimmt München, ein Beispiel von einer normalen Stadt. Und die untersucht man und versucht man zu finden, wonach man sucht. Und damit haben wir es auch gefunden. Das war eine gute Strategie. Genau. Und was haben Sie da jetzt noch mal genau gefunden? Also, wir haben gefunden, dass man hat immer gedacht, dass Bakterien sind immer in die Luft, aber das ist nur beschränkt wahr. Es gibt einen Bakterienflugsaison, genauso wie es eine Pollenflugsaison gibt. Und das war neu, weil die meisten Leute nehmen sich nicht die Zeit, das ganze Jahr zu messen und sehen einfach, im Frühjahr ist weniger als im Sommer. Und wir haben gesehen, wenn man genauer misst, dann sieht man plötzlich eine wunderschöne Flugsaison von Bakterien in der Luft. Werden sich diese Ergebnisse auch in der Praxis widerspiegeln oder in der Praxis irgendeine Bedeutung haben oder müssen Sie hier noch genauer nachforschen? Also wir denken, dass es eine Rolle spielt. Zum Beispiel haben wir dann gefunden, dass die Artemisia-Pollen, die tragen fast alle Bakterien, die wir in die Luft begegnen. Ungefähr 60-70% klebt an diese Artemisia-Pollen. Und diese Artemisia-Pollen kommen ja nur von Juni bis August. Okay? Und die kommen relativ gering. Aber diese Bakterien auf die Artemisia-Pollen bei Fuß sind leider nicht protektiv, aber schlecht für die Allergie. Das bedeutet wenig Beifußpollen, aber hochgefährlich. Und das ist, glaube ich, für die Praxis doch wichtig. Eine Frage aus dem Publikum erwähnte, dass die Zeit der Artemisia-Pollen die gleiche ist wie die, in der Pestizide verwendet werden. Haben Sie das auch untersucht? Haben Sie die Pestizidwerte in den Pollensample untersucht? Oder? Nein, haben wir nicht getan. Da ist nicht so viel bekannt über Pestizide in Pollen. Aber wir haben zwei von die gleichen Spezies von diesem Beifuß zwei genommen. Die eine mit den Bakterien, ohne die Bakterien. Und wir haben ganz deutlich gesehen, dass da ein Unterschied in der Allergie ist. Wo die Bakterien sind, sind die Pollen hochallergen. Die sind aber beide von der gleichen Zeit geerntet worden. Das bedeutet, die haben beide, wenn überhaupt, die gleichen Pestizide drauf. Also ich denke, die Bakterien sind wichtiger wie die Pestizide in diesem Fall. Sie sagten in Ihrem Vortrag, dass Sie ohne den Computeralgorithmus gar nicht weitergekommen wären. Also gibt es jetzt ganz neue Möglichkeiten, Big Data zu analysieren? Und was würden Sie hier als nächstes unter die Lupe nehmen? Nein, das ist völlig richtig. Das ist eine neue Art von Denken. Mit Computer kann man komplizierte Sachen miteinander verbinden. Zum Beispiel, wenn es warmer wird, geht man schwitzen. Aber hier waren es mehrere Faktoren, die gleichzeitig da müssen worden. Und das geht einfach nicht. Aber der Computer hat es gesagt und der hat gesagt, bitte schauen Sie mal dort. Und wir in unserer Gruppe haben gesagt, wir glauben den Computer nicht. Wir gehen aber nur schauen, ob er recht hat und wir versuchen zu zeigen, dass er falsch ist. Haben dann gefunden, er hatte recht. Auf jeden Fall eine spannende Herangehensweise. Ich glaube, Sie haben ja auch ein Pollennetzwerk gegründet. Ja, weil zum Beispiel die Pollen sind doch wichtiger als gedacht. Auch die Beifußpollen sind sehr wichtig. Aber was will man machen? Da muss man wissen, wann fliegen die Beifußpollen, wo fliegen die und man muss es schnell genug wissen. Weil wenn Sie sagen, in einem Monat kommen die oder wir wissen, gestern sind die geflogen, dann ist es zu spät. Und deswegen ist jetzt in Bayern das Online-Monitoring-Netzwerk seit 2 Wochen online gegangen und zu jedem zur Verfügung. Das bedeutet, über Bayern stehen Roboter, die messen die Pollen und stellen die Daten gratis und online zur Verfügung und sehr zeitnah, mit einer Verzögerung von 3 bis 4 Stunden. Und Sie können sehen, wie viele Pollen fliegen jetzt hier, wo ich bin.
Okay, und das ist relevant natürlich für die Patienten, aber auch für Ärzte, um sich darauf vorzubereiten, dass wahrscheinlich Patienten in die Praxis Richtig. Kommen? Richtig. Wenn Sie ja auch wollen, dass Sie nicht Artemisia sensibilisiert wird, also Beifuß sensibilisiert, und Sie wissen, morgen kommen die Beifußpollen, dann können Sie jeden Tag drinnen bleiben. Drinnen sind sehr wenig Pollen. Also Sie können sich schützen vor Pollen, durch mehr drinnen zu sein. Und Sie können auch zum Beispiel den Patienten fragen, wenn er allergisch ist, wie fühlen Sie sich heute? Und wenn er sagt, oh, Herr Doktor, es geht mir sehr schlecht, aber heute sind kein Gräserpollen, dann wissen Sie, er hat wahrscheinlich einen Schnupfen oder eine Grippe und keine Allergie. Super spannend. Werden Sie das Netzwerk auch ausweiten auf Gesamtdeutschland oder ist das jetzt erstmal eine Testphase in Bayern? Nein, das ist keine Testphase, das ist permanent in Bayern. Und wir würden es gerne ausbreiten, aber die Bayern sind nicht bereit, für Hessen zu bezahlen. Das bedeutet, jedes Bundesland muss für sich bezahlen. Das Netzwerk ist alles da, die Systeme sind alle da. Die Bundesländer sind gerne eingeladen, sich anzuschließen. Alle Software- und IT-Strukturen werden zur Verfügung gestellt. Aber die Kosten müssen bundesweit oder durch die Bundesländer selber getragen werden.